Hallo, guten Tag und Sali miteinander. Da sind wir wieder auf unserem alten Platz wie eh und je. Und heute geht es wieder darum, um etwas ganz Cooles, was ich wieder mit dem Post bekommen habe. Hier ein Paket. Ich habe extra die falsche Seite, weil ich hier kurzerhand, tut mir leid, wenn ich das wieder mache. Aber ich muss den Scheissdreck hier abreißen, dass ich an die Rechnung komme, dass ihr nicht seht, wo ich. Und ich sehe hier im Hintergrund das Fenster, das ist dunkel. Das heisst, man sieht hier nicht so, wo ich wohne. So, also dann reissen wir das ganze Mal. Das ist eh führig. Und dann sind wir irgendwo drin. Wieso bin ich da immer? Gott, irgendwas ist da dran. So, dann tun wir das mal auf, weil ich weiss es zwar schon, was es ist, aber ihr ja, erfahrt es sicher schon vom Tattoo, das ist klar. Der Tattoo verrät alles. Der Tattoo ist allwissend. Und wenn es das ist, wo ich weiss, was es ist, dann weiss ich, was es ist. Es ist sicher nicht Assassin's Creed für den PC, das wäre viel zu früh. Und die Konsole auch nicht, leider nicht, hast du sicher schon ein paar Mal gesagt. Nee. Darum, ich glaube, heute ist der 2. November und morgen soll es offiziell rauskommen. Und da ist es. Papier. Ja, Papier habe ich bekommen. Super, ey, ich bin voll genius. Nein, etwas viel Besseres. Das ist Arlo 22 05. Das ist die Extended Version für, ich glaube, 80 Stützli oder 70. Warte jetzt mal. Was ist es? Okay, 85. 85, das da. Und was da innen ist, das sehen wir auch gerade. Ich habe mir überlegt, soll ich jetzt die Normalversion von 65 holen? Oder die exklusiv irgendetwas Quatsch-Edition? Und dann habe ich mir gedacht, okay, gibst du ein bisschen mehr Geld aus, dafür hast du auch etwas mehr davon. So. Ach, wow. Das ist richtig. Also, eigentlich das da. Das ist ein Karton. Und da ist es wirklich ein Blechgehäuse. Da ist ein Blechgehäuse drin. Und nicht einfach nur ein Gugus Plastik da, wo, wenn man das Wasser würde rühren, würde es kaputt gehen. So, also was haben wir da innen? Als erstes präsentiert sich da ein kleines, aber feines Artbook. So, das ist es. Wenn, schau jetzt mal, meine Hand ist etwa 10. Ja, meine Hand ist klein. Es wäre ein A5 grosses Artbook. So, dann schauen wir mal rein. Das sollte anscheinend 60-seitig sein, das Artbook. Also so, was an da. Ist aber blöd mit dem Licht, das ich gerade habe. Aber es spiegelt halt. Das geht ein bisschen. Und das ist erst der Anfang. Okay. Also so etwas da zum Beispiel, die ganze Welt, dann nach 5 kommt 8, ja, nach 5 kommt 8, am Arsch und weitere Welten, und das, ja, und blub, also da gibt es ziemlich viel zu erforschen mit Artbooks und auch da, da wird zum Beispiel auch noch Transportmittel, Stationen, Häuser, die verschiedenen diversen Formen der Häuser. Also alles hat es da drin. Eigentlich alles, was im Game drin ist. Plus zusätzlich noch, wie so die Entwicklungsstufen drin sind. Also es ist. Wow, aha, da ist sogar noch. Man kann sogar direkt, wow, in der Arktis auch bauen und eben auch im Meer und zusätzlich noch auf dem Mond, was auch die. Neuerung ist, also auf dem Mond zu bauen und abbauen, noch dann schlussendlich wieder für die Erde die Ressourcen zu haben. Also, Arlo 22 05 haben wir ein Artbook gehabt, bis jetzt. Und jetzt, als zweites, kommt als Vorbesteller, ich habe natürlich vorbestellt, da so eine Mondlandschaftskarte raus. So, dann haben wir es mal für eine ganz sachte, sonst geht es auseinander. So, da. Ja, Le Monde.
Sehr schön, oder? Also, ja, es ist jetzt ein bisschen... Ja, das ist jetzt da Geschmackssache. Also, das Artbook ist ziemlich cool, wenn man so in Sachen ein bisschen reinkommt und Sachen kann anschauen kann, wie es aussieht, was Sachen nachforschen kann. Also, das ist eines der hochwertigeren Sachen hier drin, ziemlich. Das finde ich ziemlich noch geil. Da kann man, hast du auch etwas noch davon, wie zum Beispiel da, das finde ich auch super geil, da die Raketen da, die verschiedenen Sachen, oder das auch da, wow, ui, ja. So Sachen ist einfach top, das liebe ich, das ist richtig geil. Ein bisschen Detail gehen und da mal drinnen können schauen, wie es aussieht. Für das gebe ich gerne ein bisschen mehr Geld. Plus zusätzlich zum Artbook und zu der Karte vom Mond, was jetzt nicht so der Hit ist, finde ich, gibt es noch eine vollwertige 28-Track Musik dazu zum Game selber mit der Second Wave, Overture, Ilium, Dua und so weiter. Also da hat es noch ziemlich viel, wie ihr auch seht. Und so sieht es aus da. Und CD, das ist sicher eine Audio-CD, das dürfte in dem Sinne kein DVD sein. So. Soundtrack, da. Alles mal, wenn wir das drehen. So, da. Anno 2205. Ist wirklich geil, zu der Standardversion dazu noch drei Sachen zu bekommen. Was eigentlich so eine Musik-CD normal schon 15, 16 Stutz kostet. Ist da halt noch. Hey, komm jetzt, noch das Artbook. Jetzt das eigentliche Game wird gar nicht rausgekommen, das ist so beschkackt. So, und das eigentliche Game habe ich in der Hand, das ist eigentlich wie die Standardversion da. Plus zusätzlich eben noch mit diesen drei Sachen drin. So, drei. Packen wir das auch mal aus. Und die haben es eigentlich ziemlich super gemacht, die Verpackung her. Die haben das Standard-Game genommen. Als eben Standardversion. Plus zusätzlich dann noch die Sachen, die man sonst noch dazu kauft. Oh, was ist das? Ah! Ich kann nichts kaputt machen. Weil ich muss es nachher also nicht mehr heute installieren. Weil heute habe ich genug auf Lager, muss noch lernen und weiss Gott was. Also gut, den Aktivierungscode zeige ich mal nicht. Das ist mal klar für euch. Weil es gäbe so wieder einen Informationsguide hier, wo man Zeug und Sachen anschauen kann. Dann Anno erschaffe ein Königreich, also das Anno Online-Gedöns hier. Und noch Season Pass, DLC 1 und DLC 2. Tundra und der Orbit, der kommt auch noch dazu bei mir. Das ist noch zusätzlich dazu. Beziehungsweise zum, das ist Tundra und Orbit ist glaube ich für Vorbesteller. Also für die, die vor dem Release Zeug bestellen. Dann drinnen. Und ja, ich glaube das wäre es bis jetzt gesehen. Heute ist nicht mehr so viel passiert. Ich bin arbeiten, mehr nicht. Ja, soweit so gut. Das war Anno 2205 mit Black Edition. Ja, viel Spass, wir sehen uns ein anderes Mal wieder.